lebendig der Traum jetzt gerade war? Darren Michaels? Conley mein Name. Ich bin Inspektor der hiesigen Polizei. Bin ich verhaftet? Nein, das nicht. Aber wir müssten mit Ihnen sprechen. Darf ich eintreten? Sicher. Er ist schon drin, aber egal. Also? Sie arbeiten in Fullers Fotostudio, ist das richtig? Seit gestern nicht mehr. Nicht mehr? Warum? Das Betriebsklima. Ich habe gekündigt. Gekündigt? Oder wurden Sie hinausgeworfen? Gab es Streit? Ist was mit Fuller? Bitte sagen Sie ja. Also, ja. Haben Sie ihn verhaftet? Oder hat ihn irgendjemand in einer dunklen Seitengasse zusammengetreten? Würde Ihnen das gefallen? Nur wenn's schmerzhaft war. Er ist tot. Ich wollte gerade sagen, sag lieber nichts. Er wurde heute in den frühen Morgenstunden erstochen. Wir zählen noch die Einstiche. Können Sie uns dazu etwas sagen? Nein. Nichts, was Sie angemessen finden würden. Da muss jemand eine ziemliche Wut auf den alten Mr. Fuller gehabt haben. Wie wütend waren Sie auf ihn, Darren? So wütend, dass ich seinen Tod nicht bedauere. Aber ich habe nichts damit zu tun. Ich habe ihn gestern Nachmittag, als er mich rausgeworfen hat, zum letzten Mal gesehen. Und danach sind Sie nicht mehr im Laden gewesen? Nein. Wir haben Ihre Fingerabdrücke gefunden. Klar, ich habe da gearbeitet. Auf dem Tresor. Gehörte das zu Ihrer Arbeit? Was wollen Sie? Wo waren Sie gestern Abend? Ich war am Balbers Diner. Mit einer Freundin. Richtig, Angelina Morgan. Sie kennen sie noch nicht lange, oder? Muss man in dieser Stadt verlobt sein, wenn man mit einer Frau ausgehen will? Oh, keineswegs. Wenn Sie sie besser kennen würden, könnten Sie mir nur vielleicht erklären, warum Miss Morgan Mr. Fuller ermordet hat. Was? Was? Sie wurde praktisch auf frischer Tat ertappt. Praktisch? Sie stand blutverschmiert vor Mr. Fullers Leiche. Noch klarer wäre die Sache nur, wenn wir ein notariell beglaubigtes Video vom Mord hätten. Das ist doch absurd. Vielleicht hat sie den toten Fuller entdeckt und wollte helfen. Behauptet sie auch. Und was macht sie mitten in der Nacht in Fullers Laden? Was weiß ich? Fragen Sie sie. Das haben wir. Sie sagt, sie wäre von einem Mann telefonisch dorthin bestellt worden. Von ihrem Verfolger? Richtig, vom großen Unbekannten. Deswegen bin ich hier. Miss Morgan sagt, Sie hätten ihr von ihrem Verfolger erzählt? Allerdings. Und der Hotelbesitzer hat ihn auch gesehen. Bei ihm war ich schon. Er bestätigt, dass sich jemand nach Miss Morgan erkundigt hat. Aber er kann uns keine brauchbare Beschreibung geben. Haben Sie den Mann genauer gesehen? Hab ich. Er hat eng zusammenstehende Augen und... Nicht hier. Kommen Sie aufs Präsidium. Da können wir ein Phantombild anfertigen. Okay. Was ist mit Angelina? Naja, warten wir mal ab, was der Herr zu sagen hat, den Sie gesehen haben. Wenn er der Anrufer war, wird er es kaum zugeben. Wenn es diesen Anruf überhaupt gab. Kommen Sie bitte so bald wie möglich. Wir brauchen das Phantombild. Ja, ist ja gut. Und nochmal zurück zu dem Traum. Saß der Fuller hier in dem Sessel in der Wohnung von der Mutter? Das sah so aus. Ich meine, man hat es nur für einen kurzen Moment gesehen. Aber ich dachte sofort, das ist doch die Wohnung der Mutter. Ich würde mir gerne das Bild nochmal eben angucken, wenn das funktioniert. Sagt er jetzt? Ach nee, er sagt gar nichts mehr dazu. Okay. Und hatte er nicht gerade noch eine ganz andere Jacke an? Hä? Hä? Da wollte ich gar nicht rein. Hallo? Der hatte doch gerade... Der hatte gerade noch ganz andere Sachen an, aber okay. Es hört sich auch so an, als würde es draußen regnen. Vielleicht ist die Jacke... Das ist eine Postkarte von Biddeford. Sie ist ganz praktisch, um von einer Ecke zur anderen zu kommen. Ja. Aber jetzt kann ich gerade nicht quer durch den Ort laufen. Ich habe hier noch zu tun. Ach so, okay. Schränkchen.
Können wir irgendwen anrufen? Ich muss gerade nicht telefonieren. Okay. Du hast hier also noch zu tun. Können wir noch mal in die Handtasche gucken oder... Das ist nur die Spüle, die wir anmachen können. Dann gehe ich noch mal ins Schlaf... Nee, Teleskop noch mal eben. Ein schönes Stück. Ziemlich klassisch und für Mams Geschmack sieht es auch ziemlich teuer aus. Man kann das Fernrohr auf dem Stativ drehen. Obendrauf ist ein Kompass befestigt, der die Blickrichtung anzeigt. Okay. Ja, was soll ich denn jetzt noch hier? Ich meine, ich habe doch schon alles angeguckt. Mehr ist hier, glaube ich, nicht zu finden. Und eigentlich suche ich ja auch gar nichts mehr. Ja, das stimmt wohl. Ich denke nicht, dass ich in der Kommode noch etwas... Okay, Nachttischlampe. Mehr ist da nicht. Ja, was will er denn dann noch? Können wir noch mal ins Badezimmer, Dusche? Nichts Interessantes zu sehen. Alles blitzblank. Das ist das Bild. Die Ecke hier stört mich immer noch. Ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer. Hallo? Schlafzimmer? Ich kann mir das Bild noch mal genauer angucken vielleicht. Meine Mutter und irgendein anderer Mann. Hinten steht Black Mirror Castle, Willow Creek, England. Oktober 1969. Das ist eine Postkarte. Aber jetzt kann ich gerade nicht quer. Du hast hier noch zu tun. Alter, ich weiß aber gerade nicht, was du hier zu tun hast. Ich kann nochmal das Wasser anmachen. Aus welchem Grund auch immer. Damit er wieder sagt, ja, hier... Es gibt hier tatsächlich fließend Wasser. Krümel, Abschleppseil, Foto, Seitenschneider. Ich werfe mal eben einen Blick hier rein. Ich würde gerne wissen... Ach nee, da muss ich ja unter Inhaltsverzeichnis gucken. Wer ist der Fremde? Braune, zurückgekämmte Haare. Also das ist alles, was wir für das Phantombild brauchen. Kleine, gerade Nase mit Falten an den Seiten, tief liegende Augen, dunkle Augenbrauen, dünner Mund, kleiner Schnurrbart, etwas eingefallene Wangen. Also mit dem Tagebuch hier komme ich nicht so ganz zurecht, muss ich sagen. Nein, damit komme ich wirklich nicht zurecht, schon gar nicht hier mit dem Umblättern. Eine alte Münze, Abzüge der Fotos, ja, ich blätter auch immer weiter nach vorne. Neueste Aufgaben haben wir anscheinend keine. Was soll ich denn dann noch tun hier? Wird er da jetzt rausgehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Doch? Hä? Nein, das ist er nicht. Der Haaransatz war höher. So vielleicht? Nein. Es war hier mehr... Können Sie mich nicht einfach kurz da ranlassen? Sicher. Schauen Sie, Sie haben hier die verschiedenen Kinnformen und Augenbrauen und so weiter. Ich habe Ihnen zugesehen. Ich habe das Prinzip verstanden, okay? Über die Pfeile können Sie wechseln. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie hier auf Save und... Ja, ich krieg das schon hin. Okay, okay. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind. Mhm. Okay. Je schneller die Polizei diesen Typen findet, desto schneller kann ich Angelina helfen. Wie sah der Kerl noch gleich aus? Tja, wie sah der Kerl noch gleich aus? Habe ich jetzt eine Möglichkeit? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe... Sind Sie fertig? Nein. Nein. So ganz... Ja, aber nur kurz. Wir brauchen das Phantombild. Schon gut. Okay, weil das kann ich mir nämlich nicht alles, oder konnte ich mir nicht alles merken. Wer ist der Fremde? So, zurückgekämmte braune Haare. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Den Tipp hat man mir, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel es war, gegeben. Und zwar, damit man sich nicht immer alles aufschreiben muss, einfach mal ein Foto davon machen. Mit dem Handy. Mir ist noch etwas eingefallen. Sehr gut. Und das habe ich gerade gemacht. Ich habe jetzt hier mit dem Handy ein Bild gemacht. Das sind also die Haare. Gut, gut. Ich bin so ein Profi. Braune, zurückgekämmte Haare. Das ist zurückgekämmt, aber ich mache erstmal weiter. Das nicht wirklich, das auch nicht, das auch nicht.
Nee, ich würde sagen, das hier kommt dem Ganzen am nächsten. So, als nächstes kleine gerade Nase mit Falten an den Seiten. Die nicht. Klein hat die Falten. Die ist nicht wirklich klein. Wirklich klein sind die alle nicht. Aber die hier ist kleiner als die andere, ne? Das wäre in dem Fall... Ich glaube, die hier passt, denke ich mal, am besten. Dann dunkle Augenbrauen. Was haben wir? Tiefliegende Augen, dunkle Augenbrauen. Das könnten tiefliegende Augen sein, die Augenbrauen, naja. Oh ja, das hier, glaube ich. Nee, ich glaube, das hier passt ganz gut. Und dann haben wir noch, zum Kinn habe ich gar nichts, kleiner Schnurrbart. Etwas eingefallene Wangen. Aber nicht zum Kinn. Nee, so war das nicht. Nee, so auch nicht. Oh. Oh, das finde ich jetzt schwer. Das hier, klar. Kleiner... Ah, damit haben wir auch direkt den kleinen Schnurrbart. Etwas eingefallene Wangen haben wir auch. Ich glaube, das hier könnte passen. Ich... Mehr können wir auch nicht machen, ne? Augen. Ich mach mal safe, mal gucken, was sie sagt. Fertig? Naja, so ungefähr sah er aus. Ungefähr reicht nicht. Denken Sie noch mal drüber nach. Ja, ja. Oh, war das jetzt... War das jetzt doch falsch? Eins davon? Mir ist noch etwas eingefallen. Sehr gut. War das doch falsch? Also, nochmal die Haare durchgehen. Oder waren das solche Haare? Stimmt, eher solche, ne? Das definitiv nicht. Das auch definitiv nicht. Dann wahrscheinlich eher die hier. Also das Kinn, das stimmt auf jeden Fall. Bei der Nase bin ich mir auch nicht so sicher. Die hat aber keine Falten, sondern nur die. Und bei den Augen bin ich mir auch echt sicher. Ansonsten gleich nochmal die Nase ändern. Und? Das ist er. Ja. So in etwa sah der Typ aus, der mich und Angelina verfolgt hat. Hm, kenne ich nicht. Vielleicht ein Tourist. Sie sagten ja auch, er habe mit Akzent gesprochen. Allerdings, was ist nun? Wie geht's weiter? Wir werden die Bilder in der Stadt verteilen und den Herrn zu einem Gespräch einladen. Und Angelina? Nun ja, sie ist... Angelina! Oh oh. Darren, ich war es nicht. Du musst mich hier rausholen. Sie wollen mir das anhängen. Ich weiß, aber das kriegen wir schon hin. Sie wollen heute Nachmittag Anklage erheben. Du musst irgendwie... Kommen Sie, Miss Morgan. Darren! Ich hol dich hier raus. Ich lass mir was einfallen. Kommen Sie, Darren. Finger weg! Ich werde herausbekommen, was hier gespielt wird. Sie ist unschuldig. Was für ein Motiv sollte sie haben? Das ist die Sache. Wir wissen es nicht. Sehen Sie? Und andere hatten ein Motiv. Fuller hat Leute erpresst. So? Mrs. Biber vom Diner. Sie hat Geld an Fuller gezahlt. Viel Geld. Woher wissen Sie das? Oh, oh. Ist das wichtig? Sie hatte ein Motiv. Und was ist mit dem Typen da? Er war gestern bei Fuller. Wir haben kein Geld in Fullers Laden gefunden. Und dieser Herr ist ein Zeuge, mehr nicht. Was die angebliche Erpressung angeht. Haben Sie Beweise? Beweise? Fragen Sie Mrs. Biber. Und die würde uns sagen, wenn sie von Fuller erpresst wurde? Sie... Setzen Sie sie unter Druck? Aufgrund Ihrer Vermutung? Nein, das reicht nicht. Wir brauchen Beweise oder wenigstens Hinweise auf eine Erpressung, bevor wir aktiv werden können. So lange sitzt unsere einzige Verdächtige dort hinter Gittern. Dann werde ich die Beweise besorgen. Na, super. Toll. Nur wo fange ich an? Ich brauche Beweise, dass Fuller ein Erpresser war. Nur womit hat er Mrs. Biber erpresst? Und nur sie oder auch noch andere? Ich möchte wetten, diese Geheimtür in seinem Keller hat damit zu tun. Nur, wie kann ich sie öffnen?
Ob Fuller den Schlüssel immer noch bei sich trägt? Ich muss es herausfinden. Tja, das musst du wohl. Aber wenn Fuller den Schlüssel bei sich trägt, dann ist der Schlüssel jetzt gerade höchstwahrscheinlich in der Leichenhalle. Oder in einem Krankenhaus oder wo auch immer. Täter, Opfer, Verbrechen, Schicksale. Alles ordentlich abgeheftet und damit erledigt. Und wird doch mal ein Fall aufgeklärt, dürfte der Zufall seine Finger im Spiel gehabt haben. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier irgendwas mitnehmen können oder so. Wasser zu verkaufen muss ein unglaubliches Geschäft sein. Man füllt irgendwo Wasser in Flaschen und packt ein schickes Etikett und einen Fantasiepreis drauf. Diese ganzen beschissenen Megakonglomerate versuchen es mittlerweile sogar, sich die Herrschaft über die Wasserversorgung ganzer Länder zu sichern. Dann steigen die Preise ins Unermessliche und das sowieso schon völlig verarmte Volk dort ist komplett im Arsch. Jawohl, hast es gut zusammengefasst, Darren. Ganz toll gemacht. Mhm. Die Polizei müsste kürzlich mit neuen Rechnern ausgestattet worden sein. Alles ziemlich aktuelle 486er. Okay, ich habe keine Ahnung, was 486er sind. Aber wahrscheinlich sind sie sehr schlecht. So, wie die aussehen. Nach diesen finsteren Gesellen wird gefahndet. Da sind ja erbärmliche Verbrechervisagen dabei. Okay. Dahinter ist das Büro dieses selbstgefälligen, verblendeten Inspektors. Ob er wirklich glaubt, Angelina hätte diesen fetten Sack umgebracht? Der ist so frech, ne? So dreist. So, Polizistin, bla bla bla, Tür zu den Zellen, werden wir eh nicht reinkommen? Da geht's zu den Zellen. In solchen saß ich auch schon zweimal nach Demonstration. Für die meisten in meinem Bekanntenkreis war das so etwas wie eine Auszeichnung. Ich fand's scheiße. Kann ich nachvollziehen. Was für ein Scheißwetter. Naja, passt irgendwie. Also, kann ich nachvollziehen, heißt jetzt nicht, dass ich schon mal in so einer Zelle saß. Ganz bestimmt nicht.